weiter träumen können wir auch mit dem Robert Lemke von Sucht und Ordnung. Der Robert kümmert sich auch um Drogenpolitik auf einem oder in Form eines hochseriösen Podcasts. Also wirklich Hut ab vor dem, was der Robert da in den letzten Jahren aufgebaut hat. Bei Robert geht es nicht nur um Cannabis. Wir wissen, der Drogenkrieg, der War on Drugs, betrifft nicht nur Kiffer, der betrifft, sage ich mal, die Liebhaber aller anderen Substanzen genauso oder noch stärker als die Liebhaber von Cannabis. Auch das ist ein ganz großes Unding, aber natürlich geht es bei Robert auch viel um Cannabis und deswegen freue ich mich heute hier den Robert von Sucht und Ordnung begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Robert. Danke dir. Ey, Roman, ne? Roman. Sucht in Ordnung Podcast vom Podcast Junkies aus dem Web, aber auch vom SWR3 Podcast, der Gangster, der Junkie und die Hure. Vielleicht hat den ja schon jemand mal gehört. Und ja, ich habe 21 Jahre lang ganz gefährliche Konsummuster an den Tag gelegt. Und warum? Naja, von wem lernt man Rausch? Ich habe es nicht gelernt, weil die ganze Scheiße, die heute illegal ist, damals auch schon illegal war. Und deswegen konnten wir damals schon Konsum nicht richtig lernen und deswegen können wir auch heute Konsum immer noch nicht richtig lernen, weil psychotrope Substanzen legal sein müssen, damit man das lernen kann. Und eins möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass unsere Folgegeneration mit den gleichen Repressionen und mit den gleichen Stigmata zu kämpfen haben, wie wir das mussten. Oder will das einer von euch? Ich stehe heute hier vor euch als jemand, der sich die letzten Jahre sehr intensiv mit Konsumkompetenz auseinandergesetzt hat. Und wir wissen alle, dass Cannabis mehr ist, viel mehr als eine gefährliche Droge. Es ist eine Pflanze mit jahrtausendealter Tradition und so vielen Verwendungsmöglichkeiten. Von der Medizin bis zur Industrie bietet Hanf das Potenzial, was viele Leute, die an den War on Drugs geglaubt haben, erstaunen lässt. Gehen wir mal auf den medizinischen Sektor ein. Ey, das Zeug kann Schmerzen lindern. Mir als ADHSler hilft das am Abend, dass meine Gedanken nicht mehr komplett durcheinander gewürfelt sind. Das macht Krankheiten wie Krebs und MS erträglicher. Überlegt euch das doch mal. Wir müssen sicherstellen, dass Patienten einen ordentlichen Zugang zu ihrem Medikament bekommen. Und das muss auch heißen, dass es mehr Kostenübernahmen braucht. Es kann nicht sein, dass Menschen, die eh schon leiden, dann auch noch Privatrezepte ausfüllen sollen. Wo kommen wir denn da hin? Wir brauchen mehr Kostenübernahmen. Außerdem total wichtig, dass unsere Ärzteschaft sich vielleicht auch ein klein wenig mehr weiterbildet, damit sie verantwortungsbewusst verschreiben können und dass nicht wir Patienten den Ärzten erklären müssen, welche Sorten wir denn bitte hätten. Alter! Schauen wir in die Industrie. Hanf ist einer der nachhaltigsten Rohstoffe, die es überhaupt gibt. Die Textilindustrie, das Bauwesen, die Landwirtschaft und viele andere Bereiche profitieren bereits heute von den Möglichkeiten. Lasst uns mal auf die Legalisierung gucken. Oder lieber auf die Kriminalisierung, weil auf die Legalisierung warten wir ja immer noch. Die Kriminalisierung hat nicht nur das Potenzial der Pflanze nachhaltig geschädigt, sondern auch Schicksalen. Und ich weiß ganz genau, dass hier draußen so viele Leute sind, die durch die Kriminalisierung echte Nachteile erfahren haben. Ich inklusive. Ist da jemand dabei? Hebt doch mal den Arm. Und unsere Bundesregierung ist ja dran, aber die schreiben Dinge in die Entwürfe, die absolut widersprüchlich sind. Und das macht mir tatsächlich Angst in Bezug auf das, was uns erwartet. Ich möchte betonen, dass wir als Gesellschaft einen sehr, sehr offenen und ehrlichen Dialog für Cannabis führen sollten. Und da gehört es eben auch dazu, dass die Parteien sich ehrlich machen, und zwar alle Parteien, und aufhören, Fakten abzuerkennen. Ihr habt eine scheiß Vorbildfunktion, Alter. Wir müssen Stigmata abbauen, statt immer wieder die gleiche Geschichte, das gleiche Märchen von der Einstiegsdroge zu erzählen.
Außerdem müssen wir unser vorhandenes Wissen teilen. Ey, wenn wir gemeinsam an der Zukunft arbeiten wollen, in der psychotrope Substanzen den Platz einnehmen, den sie einnehmen sollten und nicht für ihre reine Existenz geächtet werden. Außerdem müssen wir sicherstellen, dass Menschen über die wunderbare Wirkung, aber eben auch die Risiken, die es gibt, informiert sind, damit sie verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen können, damit sie Konsumkompetenz entwickeln können und das auch dürfen. Sonst wird das nämlich nichts. Ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit.